Willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der letzten Folge haben wir uns gegen Assi Mannheim und gegen seine Fünferkette einen Sieg erkämpft, recht spät. Und gegen Pep the Beast hat es leider nur für einen Unentschieden gereicht. Dort auch der Ausgleichstreffer recht spät, ich glaube 83. Minute oder so. Und dann hat es leider von der Zeit nicht mehr gereicht, das Spiel zu gewinnen. Daher ist jetzt die Situation, dass ich jetzt noch 2 Punkte brauche, um den Klassenerhalt zu sichern. Dann ist die Saison vorbei, denn für die Meisterschaft reicht es leider nicht mehr. So haben wir jetzt noch 3 Spiele für einen Sieg oder für 2 Unentschieden. Dann bleiben wir in Liga 1. Ist eigentlich nicht mein Anspruch, aber es kommen manchmal so Saisons zusammen, wo es halt nicht läuft. Hier war es irgendwie durch das Serie A-Team, womit ich nicht so klar komme, wie ich es mir vorstelle. Aber bevor ich hier letztendgültig mein Urteil fälle, werde ich auf jeden Fall nochmal mit dem Team spielen. Und das werde ich jetzt auch nochmal in dieser Episode machen, denn man sieht es ja, von der Fitness reicht es auf jeden Fall. Und daher suchen wir uns jetzt hier den Gegner gegen oder mit dem Serie A-Team gegen Serie B. Nee, ach, Serie B heißt mein Squad. Das ist ja interessant. Und sein Squad heißt Premier League. Mein Team heißt übrigens Serie B, weil B quasi für Barclays Premier League steht. Und dadurch könnte man meinen, es wäre nicht Serie A, sondern Serie B, also die zweite Liga in Italien. Aber so ist es ja nicht. Sondern hier haben wir jetzt ein Ligue 1-Team vom Gegner. Da dieses Rubin-Kazan-Trikot in grün. Und dann wird sich wohl hier ein Ligue 1-Team dahinter verbergen. Ist auch so, was hier in dem Fall draufsteht, steckt auch drinne. Ein 4-4-1, Aubameyang im Sturm, sehr schneller Spieler. Dann Lavezzi und Menez auf den Flügeln, auch flott unterwegs, so wie es für Flügelspieler gehört. Dann hat er Beckham gekauft von PSG. Ja, der ist im Gegensatz zu den anderen Spielern, die ich davor genannt habe, recht langsam, aber hat natürlich seine Qualitäten in der Pass- oder in der Ballverteilung und auch bei den Standards natürlich. Dafür ist er ja einfach weltberühmt oder einfach bekannt geworden. Und dann schauen wir mal, was jetzt hier dagegen geht. 4-4-1, eine Formation, die man nicht so häufig sieht. Ich habe sie ehrlich gesagt auch noch nie, glaube ich, gespielt. Also ich habe sie wahrscheinlich immer mal getestet, aber ich habe nie mal wirklich ein Team damit aufgebaut und gesagt habe, ja, das probiere ich jetzt mal, weil ich einfach denke, solche flachen Formationen, die liegen mir einfach nicht. Also er hat ja das ist natürlich ein hartes Einsteigen hier von meinem Innenverteidiger, gibt dann auch direkt gelb. Solche flachen Formationen liegen mir nicht. Er hat einfach diese 4 Mittelfeldspieler, LM, RM und die beiden ZMs. Und das ist mir irgendwie ein bisschen zu flach. Ja, jetzt, Ogbonna kann sich gar nicht einkriegen, ist am Lamentieren und am Lamentieren. Und die kommt gar nicht so schlecht. Jo, da kriege ich den Spieler hinten ausgewählt und dann ist der hier glücklicherweise im Abseits. Mit Pech schießt er mir den einfach in die Kurzecke rein. So, Palacio recht weit außen, lassen wir mal durch, hat nicht geklappt. Tremolinas mit einer starken Balleroberung. Den hatte ich irgendwann auch mal gespielt, oder? Tremolinas, also zumindest kommt er mir bekannt vor, ich hatte ja auch mal ein Liga-Team. Von daher kann es dadurch sein, dass er auch da mal gespielt hat. Und hier stecken wir steil auf Gündogan, der hier wunderbar durch... er verkackt leider die Ballannahme, aber dann macht er ihn trotzdem rein. Einfach wirklich ein starker Abschluss. Hier sieht man, dass er bekommt ihn leider nicht mitgenommen. Also da nimmt ihn da nicht an und dann dauert es sehr lange, bis er den Ball unter Kontrolle hat. Der Gegner kommt nochmal von hinten ran mit seinem Verteidiger, aber Gündogan hat dann trotzdem die Klasse, um den Ball unterzubringen. Das ist natürlich schon stark, muss man klar sagen. Dafür, dass er auch nur ein Mittelfeldspieler ist und jetzt nicht irgendwie ein Stürmer oder sowas. Wenn Reus den macht, sage ich, yo, das kann man mal erwarten. Und den machen wir jetzt mal hier Vollspann. Mit dem linken leider genommen. Aber dann deswegen auch am Tor vorbei. Also der rechte ist natürlich da die bessere Wahl. Jedoch, glaube ich, lag es daran, dass innen der Gegenspieler war und ihn vielleicht so ein bisschen daran behindert hat, den rechten zu nehmen. War auch einfach vom Winkel her nicht so geil, aber... Der Gegner spielt gut mit. Also man sieht es, wie ich jetzt schon hier mit wenigen Aktionen recht viele Lücken habe reißen können und auch ausnutzen können. Von daher denke ich, dass das ein ganz lustiges Spiel werden könnte. Aber man sollte sich nicht zu früh freuen. Oh, jetzt wird es interessant, Menez. Aber da hat man gerade gesehen, Aubameyang musste jetzt sich komplett drehen, um diesen Ball zu spielen, wodurch er dann einfach nicht weit genug nach vorne kommt. Und das sieht er wirklich wunderbar. Und boah, Buffon mit einer richtig starken Parade. Das hat der Gegner richtig schön gespielt. Und da kann ich mich bei Buffon bedanken, dass der Ball jetzt nicht im Tor drin war. Habe ich eigentlich schon ziemlich sicher mit gerechnet. Stecken wir hier durch auf die Natale. Ja. Und dann lassen wir den Gegenspiel aussteigen. Und die Natale braucht zwar noch ein bisschen lange, um den Abschluss dann auch zu machen. Aber der sitzt dann schön Vollspann in die obere Ecke. In die lange obere Ecke. Und wie gesagt, der Gegner spielt in der Verteidigung einfach zu sehr mit. Er geht immer zu sehr auf den Ball für den Spieler drauf. Mit Tackles, man sieht es ja. Und, wow, da hat nicht viel gefehlt, da hätte ich mich schon wieder durchgesetzt.
Daher denke ich ehrlich gesagt nicht, dass der Gegner eine Chance in dem Spiel haben wird. Hört sich jetzt gerade blöd an, aber er macht in der Verteidigung einfach zu viele Fehler. Wenn er das jetzt nicht gleich ausgleicht durch wahnsinnig tolle Einzelaktionen. Oh. Also gut, es könnte jetzt schon 2 zu 2 stehen, da mache ich mir nichts vor. Aber ansonsten denke ich, dass ich auf jeden Fall noch ein paar Tore schießen werde, wenn solche Pässe auch ankommen. Habe ich jetzt echt Glück, er hat jetzt schon 2 hundertprozentige gehabt. Und es könnte gut 2-2 stehen. Ich will mal hier steil auf Reus, der einfach schneller ist. Und dann auch den Ball erlaufen bekommt. Aber er setzt gut nach. Und das könnte Foul geben. Gibt's aber. Ja, gibt's. Und ja, irgendwie so das Kopfballungeheuer fehlt in dieser Mannschaft gänzlich. Ne, aufs Tor. Nee, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Überlegen, was wir jetzt machen hier. Gündogan nehmen wir mal. Und Prima einfach hier so auf die 6-Meter-Kante. Kommt gut, kommt gut. Die Natale steht auch da. Aber man hat es gesehen, er ist einfach nicht der Größte, der sich dann da im Kopfballduell zwingend durchsetzt. Da einen richtigen Stürmer, ein richtiger Stürmer ist natürlich doof ausgedrückt, aber der einfach kopfballstark ist, dann hätte es jetzt 3-0 gestanden. Und der Roulette ist jetzt so, dass er dem den Elfmeter gibt. Er tackelt einfach viel zu sehr, er benutzt immer die Kreistaste, das ist überhaupt gar nicht notwendig, macht sich dadurch einfach komplett angreifbar, um immer an ihm vorbeizuziehen oder ihn ins Leere laufen zu lassen oder halt dann hier die Elfmeter zu ziehen. Also, ich habe ja einige gute Schützen, die Natale und auch Palacio sind da nicht schlecht. Und der ist einfach schön platziert zum 3-0. Ich kann mir vorstellen, dass der Gegner rausgehen wird. Aber vielleicht steckt er noch nicht auf, weil er ja auch schon 2 gute Chancen hatte. Nee, er wird rausgehen. Oder? Also wie gesagt, bei ihm ist einfach, in der Offensive hat er schöne Spielzüge gezeigt. Er spielt anscheinend auch weiter, das ist cool. Er hat schöne Spielzüge gezeigt, hat sich auch schon 2 sehr gute Chancen erarbeitet. Nur in der Verteidigung macht er immer wieder den Fehler, er geht immer aktiv mit Kreis auf meinen Ball für den Spieler. Und damit ist es dann recht einfach in der Verteidigung, oh, der kommt lang, an ihm vorbeizuziehen und dann die gefährliche Situation zu kreieren. So, das war jetzt gerade einfach schlecht gemacht. Bin mal echt... Nee, also, boah, das war jetzt aber irgendwie so ein bisschen ein Slow-Motion-Schuss. Bin mal wieder kurz hier. Ist eigentlich immer recht einfach. Also, ich merke einfach, wie man durch die langen Abschlüsse viel zu häufig den Ball verliert. Machen wir hier lang, ein bisschen zu lang, aber kann sich da irgendeiner durchsetzen? Nicht so wirklich. Hier ein schönes, munteres Hin und Her, das Tor ist frei. Und die Natale versenkt ihn dann auch, 4-0. Ich spekuliere ein bisschen darauf, dass der Gegner rausgeht, sodass ich euch dann auch vielleicht noch direkt das nächste Spiel zeigen kann. Man kann natürlich, also das Problem ist, hätte ich jetzt einen 5-Sterne-Skiller gehabt, hätte ich da vielleicht auch probiert, irgendwie was Feineres draus zu machen. So habe ich dann einfach den Torabschluss gewählt, weil, ja, ich finde mit 4-Sterne-Skillern kann man irgendwie nicht so die geilen Tricks zeigen. Kann man Heal-Drop machen, man kann noch Scoop-Turns zeigen, Rainbows und ja, noch Berber-Spins, aber... Oh, das ist natürlich doof. Ich habe eben noch spekuliert, ob Reus sich in Position begibt, aber leider hat er nicht das Tempo aufnehmen können, um an dem Abwehrspieler da vorbeizuziehen oder sich in eine gefährliche Position zu bringen. So, hier haben wir ein bisschen Raum mit Boateng. Hängen wir mal zu einem Longshot, aber Mandanda fängt den einfach und hat den ganz sicher. Oh, da habe ich jetzt gerade mal getackelt. War ich sogar Viereck mit dem gelb belasteten, vorbelasteten Spieler. Das ist immer gefährlich. Und, yo, der kam jetzt eigentlich noch ziemlich gefährlich aufs Tor, dafür, dass er eigentlich überhaupt gar nicht gut vorbereitet war. Liegt wahrscheinlich an der Klasse von Beckham. Oh, jetzt hat er ein bisschen spekuliert. Kann das aber nicht so umsetzen. Oh, stark. Stark, Boateng. Wieder gut im Weg gestanden. Immer wieder eine Freude. Und Boateng ist dann einfach nicht schnell genug für Lavezzi, aber im Zweikampf holt er sich dann den Ball. Starkes Tor. Also da hat sich Aubameyang sehr gut durchgesetzt. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass der das Kopfballduell da gewinnt. Kommt da angerauscht, sieht man jetzt hier nicht. Ah, der Ballkontakt von Nina Thale war einfach wieder viel zu weit weg. Ich verstehe es nicht. Der hat eigentlich so eine gute Ballkontrolle, warum er den da nicht enger halten kann. Oder enger hält. Oh,
Sehr gut, mein Abwehrspieler fällt einfach komplett aus. Probiert er so minimal zurückzulegen und jetzt Beckham mit einem weiteren Fernschuss. 5 Minuten Nachspielzeit wurde, glaube ich, gerade angezeigt. Und die nächste gefährliche Ecke, also über die Ecken ist er sehr gefährlich. Oh, wenn der Pass ein bisschen druckvoller gespielt wird, dann kommt der auch rechtzeitig an. Genauso wie der Pass, also leider alles zu lange unterwegs, sodass die Abwehrspieler immer schön abfangen können. Und jetzt weiß ich nicht, ob er direkt abpfeift oder mir noch den Abschluss gibt. Er hätte jetzt auch einfach abpfeifen können, weil ich denke nicht, dass ich jetzt noch einen Angriff bekomme. Doch, ich hätte anscheinend noch einen bekommen, aber ich glaube nicht, wenn ich ihn kurz rausgespielt hätte. So, gibt es nochmal einen Angriff für den Gegner? Jetzt würde er abpfeifen, okay. Also 4:1, der Gegner mit gefährlichen Situationen vor meinem Tor, die Natale mit einem Hattrick. Aber in der Verteidigung hat er so seine Probleme. Und das ist dann auch irgendwie der Grund, warum ich jetzt schon 4 Treffer gemacht habe. Mal sehen, wenn ich, ob ich hier weiter das Tempo hochhalten kann in der Offensive, sodass da nochmal ein paar Treffer fallen. Ich habe eher das Gefühl, dass er auch noch einen machen wird. Schön hier von Ogbonna. Und Palacio will den Ball nicht annehmen. Meine Güte. Also Palacio weiß ich nicht. Schwacher Pass. Oh, ist ja knapp. Oh, das, wenn er da Pech hat, gibt es den nächsten Elfmeter, weil er wieder mit einem Tackle in meinen Gegenspieler rein, mein Spieler reinrauscht und ich mit einem Heel-Chop ihm wieder ausgewichen bin. Und irgendwie hat es aber leider nicht für den Kontakt gereicht, dass es ein Foul wird. Oh, das macht er gut. Kombo von Haltema. Also, wie gesagt, ich kann mich glücklich schätzen, dass es nur ein Tor bis jetzt für den Gegner gibt. Defensiv ist es hier nicht einer meiner besten Spiele. Dafür gelingt es diesmal so ein bisschen in der Offensive. Das war ja bis jetzt auch noch nicht immer so der Fall mit dem Team hier. Schwach, dieser Abstoß. Schön hier in die Jackley, steht im Weg, weiß gar nicht, was los ist, warum er auf einmal dann den Ball hat. Ich bin mal hier lang auf Palacio. Ah, der kommt auf Reus. Puh, knapp. Vielleicht muss ich das auch einfach spielerisch besser lösen. Anstatt da direkt einen Steilpass zu spielen. Schön von Chiellini, aber nur ins Aus. Komm, hast du? Schön, Gündogan steht da, Reus jetzt hier. Und ja, oh, ich hoffe, Di Natale ist nicht im Abseits. Scheint dann... Doch, er ist im Abseits. Da erwarte ich so ein bisschen klügeres Laufverhalten von ihm. Ja, ich spiele auch den Pass ein bisschen zu spät, aber er dreht dann irgendwie zu spät ab, um das zu erkennen. Er könnte da auch einfach, anstatt Vollspeed zu laufen, zu sehen, ah, mein Gegenspieler geht gar nicht mit, dann brauche ich gar nicht so viel Tempo aufzuziehen. Boah, schönes Ding von Reus. Richtig schön strammer Schuss. Ich meine, das sind jetzt hier keine 30 Meter, aber dafür immer eine 20 ungefähr oder 18. Und den einfach wirklich schön im Tor platziert. Schön strammer Schuss. Der muss halt auch einfach drin sein, dafür, dass er solche bombastischen Werte hat. Machen wir hier weiter auf Reus. Oh, ja. Oh, das ist Elfmeter, oder? Alter, er reißt mich von hinten um, behindert meinen Torabschluss. Und nichts passiert. Also das ist für mich auch ein ganz klarer Elfmeter, weil er überhaupt gar nicht den Ball spielt, nur mich umreißt. Weiß ich nicht, wie man das nicht pfeifen kann. Schade, das war schlecht im Ballverteil. Muss ich, glaube ich, direkt steil spielen, anstatt dann nochmal kurz zu spielen. Oh, guter Ball. Also sehr starker Ball. Habe ich überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das eine Gefahr ist. Von daher, wie gesagt, offensiv kann ich nichts gegen den Gegner sagen. Also jedenfalls immer wieder Möglichkeiten an, mich defensiv in die Bredouille zu bekommen. Stehen wir hier durch. Schade. Vom Laufweg her nicht so, wie es mir vorgestellt hatte und dann auch vom Pass her nicht. Wird es nochmal genau fertig. Jetzt gibt es die nächste gelbe Karte. Oh, keine Karte. Das finde ich auch überraschend. Meine ich habe... mal komplett davon entfernt, irgendwie da den Ball zu spielen, von daher eigentlich ganz klar gelb. Oben läuft Di Natale, der kommt auch gut.
Nimmt er nicht ganz gut mit. Und ein Heal-Shop und André Molinas sehr abgeklärt gegen die Nathan hier. Hat er ein bisschen Probleme in der Ballverteilung, hat man gesehen. Ich habe ihm den Passweg zugelaufen, dann war er ein bisschen gezögert, aber den ist noch spielen kann. Oh, hier ein Trickpass von Pastore. Und auch Bonner ist dann auch einfach ein Biest in der Verteidigung. Da kann man Lavezzi ansetzen und dann wird er hier einfach abgelaufen. Ah, führe ich den Ball sehr schlecht. Oh, sehr gut Ball durchgelassen. Chiellini, weiß nicht, was er da vorne gemacht hat. Schön von Reus, aber er kriegt ihn leider nicht erkämpft. Schade. Setzt er so gut nach. Schöner Doppelpass hier vom Gegner. Also das 5:1 ist eigentlich ein skandalöses Ergebnis, muss man echt sagen, dafür, dass er offensiv so stark spielt. Oder ich in der Defensive heute so schwach. Ich weiß nicht. Hier Reus jetzt wieder mit Raum. Und dann, ja, der Gegenspieler rettet für den Torhüter. Das ist jetzt schon der dritte Pass oder sowas, wo leider der Pass auf den Stürmer zu schwach gespielt ist und immer wieder dann im letzten Moment der Verteidiger den Ball abfangen kann. Das ärgert mich ein bisschen, weil es einfach eigentlich immer dann eine super gefährliche Situation gewesen wäre, wenn einfach der Pass minimal druckvoller gewesen wäre. Aber irgendwie war das heute schon mehrfach so, dass es nicht so geklappt hat. Schwache Ballannahme. Oh, faul. Und es gibt dann auch hier wieder eine Karte. Gute Position. Kann ich mal mit Reus probieren. Oder mit Di Natale. Di Natale hat natürlich auch geile Werte, stimmt. Wahrscheinlich sogar noch besser. Ah. Nee, also ich denke, Di Natale ist ein bisschen besser geeignet, einfach aufgrund der höheren Freistoßgenauigkeit. Das Problem ist, er stellt die Mauer gar nicht so doof. Er stellt die Mauer gar nicht so doof. Bringen wir einfach rein. Vielleicht ein bisschen zu sehr vors Tor. Ja. Zu sehr vors Tor. Oder auch ein bisschen zu weit. Boatengs Schussversuch wird hier geblockt. Der Ball unglaublich hoch. Was für ein schwacher Pass schon wieder. Leider auch den spielt er viel zu sehr aufs Tor. Anstatt ihn so zu spielen, dass Reus ihn ganz locker annehmen kann und damit dem Rücken zum Tor steht, spielt er ihn so, dass er in den Gegenspieler reinläuft. Also, das finde ich frustrierend. Also, weil da weiß ich echt nicht, was ich besser machen soll. Die Idee ist eigentlich das Beste, was ich daraus machen kann. Aber aus irgendeinem Grund denkt sich der Spieler, okay, ich spiele ihn jetzt so, dass der Gegenspieler ihn abfangen kann. Das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, also das raff ich nicht. Was sich Di Natale dabei denkt. Ja, gut, da habe ich jetzt gerade einen eklatanten Stellungsfehler. Aber auch Bonner kommt noch dazwischen. Lavezzi, ja, wird hier in die Zange genommen mit Abate und auch Bonner. Und die beiden erkämpfen sich den Ball. Sie haben schon 90. Minute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange Nachspielzeit angezeigt wurde. Und jetzt probiert er wieder den nächsten Fernschuss mit Beckham. Und jetzt werfe ich schon wieder ab und wovon. Und auch hier wieder das Typische. Er wirft dann einfach eins kürzer, als ich es eigentlich plane. Geht hier nochmal gut. Kriegen auch nochmal einen Angriff. Machen wir einen Doppelpass, brechen das hier ab. Reus stark. Oh, schade. Dadurch, dass er zerrt, wird leider der nächste Ballkontakt zu lang. Und dann konnte ich nicht mehr mit dem Roulette den nächsten Gegenspieler ausweichen. So endet es dann bei einem 5:1. Der Klassenerhalt ist geschafft. Nicht so sonderlich überragend, aber dafür hat es mal wenigstens hier ein bisschen geknallt. Palacio geht immer noch komplett unter. Weiß ich nicht, was wir da am besten machen. Ich habe, wie gesagt, noch kein Feedback von euch. Heute kommt die erste Folge mit dem Teambuilding. Und ich werde vielleicht mal Lamela IF, also in Form, ausprobieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel er kostet. Ich schaue mal ganz kurz nach. Ich habe jetzt ein paar Münzen. Ich dürfte irgendwie so 33.000 oder sowas haben. Ja, 35.000 knapp. Gucken wir mal ganz kurz. Lamela. Ah. Und, oh, wow, 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 wow. Der ist aber in schon im Preis gestiegen, glaube ich. 50.000 inzwischen. Nicht schlecht, ich glaube. Ich hatte mal irgendwann mal beim nachgeschaut, da hat er 30.000 gekostet. Will mal kurz gucken, ob das stimmt, was ich hier so erzähle, oder ob ich Quatsch erzähle. Lamela. Also, gut, über die letzten 2 Wochen ist er nicht gestiegen, aber... Ah, ich kann auch noch mit mehr anzeigen lassen, aber ich denke, da wird sich auch über einen Monat nicht so viel getan haben. Ich weiß nur damals, dass er häufiger in meinem Team vorgeschlagen wurde, als ich euch gefragt habe, als ich euch Teams habe bilden lassen für mich.
Mein Controller hängt ein bisschen. Wurde Lamela häufiger vorgeschlagen, deswegen hatte ich jetzt nicht gedacht, dass er 50.000 kostet. Das ist natürlich ein stolzer Preis. Den normalen kann man dafür halt mal ausprobieren. Der kostet ja wahrscheinlich nichts. Genau, 1.000. Also, das ist vielleicht mal eine Option, da mal zu schauen, ob der prinzipiell mir von der Anlage besser liegt. Aber bis jetzt, so vom Palacio, können wir kurz gucken. Ich glaube, der hat jetzt 6 Spiele gemacht und ein Tor geschossen. Ist ein bisschen dürftig, finde ich. Gut, die ersten 3 Spiele waren von allen eigentlich dürftig. Aber die Natale hat sich jetzt ein bisschen rehabilitiert. Reus ist sowieso eigentlich ganz gut. 16 Spiele, 17 Tore. Aber das ist nicht so geil. Gut, vielleicht sollte man das nicht nach überbewerten nach 6 Spielen. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Habe jetzt schon wieder so ein bisschen ein paar labert am Ende. Ich werde mal schauen, wie es weitergeht. Ich möchte nicht ständig nur Liga 1 durchgehen zocken, sondern ich habe das jetzt hier so ein bisschen gemacht, um euch einfach das neue Team auch so zu präsentieren und uns auch so ein bisschen zu testen, ob das was taugt. Kann ich bis jetzt immer noch nicht sagen. Also der Anfang war echt schrecklich. Inzwischen bin ich ein bisschen besser drinne. Und dann werde ich mal gucken, wie es weitergeht, was wir so alles treiben. Ich denke, wie gesagt, es sollte nicht nur auf Liga 1 rauslaufen, sondern auch so mal ein bisschen was gezeigt werden. Gut. Haltet euren Kasten sauber, euer Tess. Hallo und herzlich willkommen bei unserem zweiten Thementalk. Hier wieder in einer lockeren Runde mit Malte, Georg und mir. Hier könnt ihr auch mal kurz Hallo sagen.